Einen schönen guten Tag. Wir haben in der BE über, ja, über Software gesprochen, über Hardware gesprochen, über Eigenschaften von Software. Und wir haben gesagt, dass die Entwicklung von Software und Software nicht immer eine einfache Sache ist, gell? Wir haben auch ein paar Beispiele gesehen, gell? Tragische Beispiele, was alles passieren kann, wenn Software fehlerbehaftet ist, gell? Das kann teuer werden, aber das kann auch, ja, die Gesundheit betreffen oder auch das Leben betreffen, gell? Und jetzt gehen wir etwas in die Geschichte zurück, als man erkannt hat, dass ja, das mit der Softwareentwicklung nicht so ganz einfach ist, gell? Und dass man damit Probleme bekommen hat, gell? Also, wenn wir ganz weit zurückgehen, gehen wir mal zurück. Ja, da sind wir schon in der Softwarekrise, gehen wir noch weiter zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man zum ersten Mal einen Computer verkauft, 1946. Dieser Computer, der war unvorstellbar teuer und seine Rechenleistung, die war nicht so toll, gell? Also im Vergleich zu heute, gell? Also das, naja, also ein Taschenrechner in den 80er Jahren, gell, hat den ersten Computer von 1946 vielleicht übertroffen. Und naja, wie war denn das mit dem Programmieren? Das Programmieren, das war keine große Wissenschaft, gell? Also es war eher die Schwierigkeit mit diesen Möglichkeiten des Rechners, gell? Als Programmiersprache, der Maschinensprache oder dann die Beschreibung davon, der Assembler, gell? Das waren die Möglichkeiten, die man hatte, gell? Das war dann relativ bescheiden. Und später dann, ab den 50er Jahren, hat man dann auch Programmiersprachen entwickelt, die aus heutiger Sicht ja eigentlich einfach waren, aber man hat damals so Dinge eingeführt, auch wie die Kontrollstruktur dann, gell, und ja, also Dinge, die man am Anfang halt einfach so gemacht hat und dann systematisiert hat, ihnen auch Namen gegeben hat. Und dann ist in den 60er Jahren eigentlich zu einer relativ frühen Zeit der Informatik, wenn wir so wollen, ein Phänomen aufgetreten, das hat Sorgen bereitet, gell? Und später hat man dann auch vom Begriff der Softwarekrise gesprochen, gell? Was war denn das Problem? Das Problem war, dass die Software irgendwo, naja, komplexer worden ist, gell? Die Rechner in den 60er Jahren, die haben langsam mehr Rechenleistung geboten als noch Ende der 40er Jahre. Wir haben ja mehr Schichten, wir haben ein schönes Betriebssystem langsam gehabt, gell? Also schön relativ, gell? Aber auf jeden Fall, das Ganze ist aufregender geworden. Und das Problem dabei war, dass wir Entwickler, wir waren immer noch die Söhne von Nicht-Informatikern, gell? Also wir in den 60er Jahren waren wir nicht Söhne der Informatiker. Gell, wenn es gut war, waren wir Mathematiker. Gell. Ja, wir in Südtirol, gell, wir waren ja, ein landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Gell, wir waren die Söhne, wir waren die Bauernsöhne. Gell, also wir haben Kartoffeln angebaut. Gell. Und das mit der Informatik, es war in Südtirol überhaupt noch nicht so präsent. Gell, aber das war insgesamt schon global ein Problem. Gell. Projekte, Softwareprojekte haben begonnen auch ja, schief zu gehen, zu scheitern, zu lange zu dauern, gell. Etwas anderes zu machen als eigentlich erwünscht. Also schlimme Sachen eigentlich. Gell. Und eben zu der Zeit, gell, ab Mitte der 60er Jahre, hat man etwas beobachtet, wo man das auch quantifiziert hat. Gell? Also man hat da gesehen, die Software, die wird immer teurer. Gell? Und naja, was soll man jetzt machen? Was ist denn da passiert? Gell? Also wenn man das, ja, wenn man das mal schauen wollen, was da alles so passiert ist, gell, da ist ganz was Schlimmes passiert. Wenn man die Gesamtkosten betrachtet, gell, dann hat man Gesamtkosten 100%. Gell? Und wenn man jetzt diese Gesamtkosten da mal so anschaut, schauen wir mal, ob es uns gelingt. Also, die Gesamtkosten, wenn wir das auftragen da so, und jetzt in der Zeit, gell? Also,
in der Zeit von Anfang, gell? Anfang war also da, Anfang der Informatik, gell? Es war 1946, gell? Und da bis heute, gell? Also da sind viele Jahre vergangen, über 70 Jahre, gell? Da sind die Gesamtkosten der Informatik immer 100%. Also immer 1, wenn wir so wollen, gell? Aber die Verteilung hat sich verändert. Und zwar am Anfang diese riesigen Röhrenmaschinen und die Pflege dieser Maschinen, das war einfach verdammt aufwendig, gell? Und es war so, dass die Softwarekosten relativ gering waren und die Hardwarekosten vielleicht 80% oder so, gell? Und in den 60er Jahren hat sich das Bild langsam umgekehrt, gell? Also irgendwann dann, so ja, in den 60er Jahren, Mitte in der 60er Jahre, haben die Kosten der Software der Hardware überschritten. Gell? Das Verhältnis hat sich gedreht. Und es ist dann noch schlimmer geworden. Gell? Also die Hardwarekosten, die sind dann noch weiter gefallen. Und irgendwann mal haben die Hardwarekosten dann ja vielleicht nur mehr 20% oder so, oder vielleicht etwas mehr oder vielleicht etwas weniger betragen. Gell? Also das Verhältnis hat sich total umgekehrt. Gell? So, versuchen wir das mal so. Okay, auf jeden Fall, wir haben da zu dieser Zeit irgendwo hier den Punkt gehabt, wo die Softwarekosten mit den Hardwarekosten gleichgezogen haben. Gell? Also am Anfang hat man viel Hardwarekosten und wenig Softwarekosten und später haben wir eben mehr Softwarekosten und immer mehr Softwarekosten und weniger Hardwarekosten. Und wenn wir das heute betrachten, dann ist das immer noch so, gell? Also wenn wir heute schauen, heute haben wir haben doch Informatik häufig einfache Geräte, gell? Also es wird ein PC gekauft. Wenn ein PC eine bestimmte Garantie hat, gell? So ein Business-PC, dann kostet er halt vielleicht in der Größenordnung von 1000 Euro oder so, gell? Und der arbeitet dann. Der arbeitet 5 Jahre, 6 Jahre, 7, 8 Jahre, gell? Also der arbeitet lange und er arbeitet häufig ohne größere Probleme, gell? Also ja, wenn wir jetzt schauen, in der Schule gibt es Geräte, die sind mehr als 10 Jahre alt, gell? Manchmal wird was kaputt, muss es halt repariert werden, gell? Zwischendurch ist mal etwas RAM dazugekommen, gell? Aber es gibt Geräte, die arbeiten lange, gell? In der Verwaltung ist es ähnlich, gell? Also wir haben Geräte, die sind seit Jahren dort, gell? Seit 6-7 Jahren, gell? Jetzt ist etwas RAM dazugekommen, gell? Und gleichzeitig die Festplatte durch eine SSD ersetzt worden. Gut, die Geräte arbeiten weiter, gell? Aber die Software, ich möchte nicht wissen, was die Software und die Dienste alles kosten, gell? Also heute haben wir halt viele Dienste, auch nicht nur Software, die installiert wird oder gekauft wird, gell? Also das stimmt. Und das Ganze da, das ist eben so Mitte der 60er Jahre dann passiert. Und zu dieser Zeit hat man sich dann große Sorgen gemacht, gell? Also da sind dann die Projekte, gell, die sind größer geworden, gell, damit auch komplexer, gell, die Geräte in den 60er Jahren haben eben mehr gekannt als die Geräte zur Anfangszeit, gell, und wir Entwickler, gell, wir sind immer die gleichen geblieben, das war das Problem, gell, wir sind nicht mit den Problemen gleich mitgewachsen, gell, und eben das Testen ist schwieriger geworden, gell, also die Software zu testen und zu schauen, ob alles richtig ist, wird umso schwieriger, je größer es wird, gell. Man hat einen Ansatz gehabt in den frühen Jahren, wo man die Korrektheit eines Programmes mathematisch beweisen wollte, gell. Also die Korrektheit eines Programmes oder eines Algorithmus war das Ziel, man will die Korrektheit mathematisch beweisen, gell. Also wie ein Beweis in der Mathematik. Und das ist mit diesen komplexen Problemen ja, schwierig oder unmöglich geworden, gell? Also ist das weggefallen, also das hat man nicht mehr geschafft und wenn man nicht mehr bewiesen hat, dass es richtig ist, dann kann ein Fehler drinnen sein, gell? Und wo ein Fehler drinnen ist, gell, Murphys Gesetz, tritt er irgendwann mal auf, das ist ein Problem, gell? Und eben, ja, die Schwierigkeit der Problemlösung, gell, die wächst überproportional, die wächst stärker, gell, als
die Probleme, gell? Also ein doppelt so großes Problem ist nicht doppelt so schwierig zu lösen, gell? Na, das wächst stärker, gell? Und das ist ein Problem. Und wenn die Probleme jetzt größer werden, gell, dann wird es nicht linear steigen, sondern überlinear drüber, gell? Und das hat man zu der Zeit dann langsam erkannt, gell? Also spätestens als das mit der Bezahlung nicht mehr funktioniert hat, gell? Als die Zeiten nicht mehr eingehalten wurde, gell? Und ja, gell? Also die Hardware bietet mehr Möglichkeit, also sind die Probleme überproportional gewachsen, gell? Und da hat es einen gegeben, das war der Herr Dijkstra, gell? Der Herr Dijkstra, der hat das recht schön formuliert, gell? Also das ist der Herr Dijkstra, der das auch mit dem, ja, mit dem GoTo gesagt hat, gell, wer das GoTo einsetzt, kommt in die Informatikerhölle, oder nein, so hat er es nicht gesagt, er hat gesagt, gell, wer das GoTo einsetzt, gell, nein, der soll sich das dreimal überlegen und er sollte strukturiert mit Kontrollstrukturen arbeiten, gell, okay, aber im Grunde ist, wer das GoTo einsetzt, kommt in die Informatikerhölle. Ja, auf jeden Fall, dieser Herr Dijkstra, der hat 1972 eine Rede gehalten, gell? Da hat er einen Preis gewonnen, gell? Also von der Softwarekrise hat man schon vorher auch gesprochen, gell? Aber 1972 hat er das ganz schön formuliert. Da hat er eine Rede gehalten und die ist dann gedruckt worden und ja, die Kernaussage da zur Softwarekrise war folgendes, gell? Also die Hauptursache für die Softwarekrise liegt darin begründet, dass die Maschinen um einige Größenordnungen mächtiger geworden sind, gell? Also 1972 schon, nicht heute, gell? Vor 48 Jahren inzwischen, gell? Um es ziemlich einfach auszudrücken, solange es keine Maschinen gab, war Programmierung kein existierendes Problem. Weiße Aussage, gell? Okay. Als wir ein paar schwache Computer hatten, wurde die Programmierung zu einem geringen Problem. Aha. Gell? Okay, also ein paar kleine Computer, kleines Problem. Und nun, wo wir gigantische Computer haben, ist die Programmierung ein ebenso gigantisches Problem. Okay, darin liegt der Hund begraben. Gell? Also, keine Rechner, kein Problem. Kleine Rechner, kleines Problem. Wenig Möglichkeiten, gell, geht man halt probieren, gell, kann man dann mathematisch beweisen vielleicht, gell, und dann geht's schon. Aber große, gell? Aha, gell? Das ist wie Flöhe fangen, gell? Flöhe fangen ist auch ein unmögliches Problem, gell? Und korrekte Software dann zu produzieren, das ist auch ein Problem. Und das hat der Herr Dijkstra 1972 so schön geschrieben. Ja, was machen? Und das war, was machen, das ist dann das, was man ab den 70er Jahren vor allem dann entwickelt hat. Man hat Lösungen gesucht, gell? Lösungen auf mehreren Ebenen. Gell? Und zwar, wir haben gesagt, es gibt Programmiersprachen mit verschiedenen Paradigmen. Gell? Und ja, das hilft auch. Gell? Also strukturiertes Programmieren, gell? Das ist besser als mit Go, du willst durch die Gegend springen. Gell? Prozedurale Arbeiten, gell? Also Unterprogrammtechnik, das hilft, gell? Modulares Programmieren, gell? Also eine Unterstützung für Arbeitsteilung, gell? Also das prozedural und modulare Arbeiten sind dann wichtige Sachen, um aus großen Problemen kleinere zu machen, gell? Also das sind Techniken, die uns dabei helfen, große Probleme beherrschbar zu machen. Und dann schließlich auch zu der Zeit entstanden, aber noch kaum benutzt, erst viel später dann stark benutzt, objektorientierte Sprachen. Gell? Also objektorientierte Sprachen unterstützen uns sehr bei der Arbeit und bei der Beherrschung auch größerer Projekte. Gell? Ja, und das war jetzt irgendwo immer so der technische Ansatz, gell? Also die Sprache hilft uns bei allem. Gell? Der andere Ansatz, das war ein ganz anderer, das war ein organisatorischer Ansatz in der Entwicklung. Und dieser organisatorische Ansatz, gell, das sind eben die Verfahren der Softwareentwicklung oder des Software Engineerings, wie man dann auch sagt. Gell. Also Softwareentwicklung, nicht mehr die Programmierung steht im Mittelpunkt, sondern der Gesamtprozess. Ein Gesamtprozess, der eben mehr als nur die Programmierung umfasst. Gell. Also auch, wie man das ganze Ding organisiert.
Und da, ja eben, da kommen wir zurück zu diesem Problem, wenn wir ein Gebäude bauen, gell, müssen wir es auch vorher planen, berechnen, stimmt die Statik und alles, und dann gehen wir, ja, dann gehen wir den Maurer holen, gell. Und in der Softwaretechnik hat man das dann ähnlich entwickelt, gell. Man hat Verfahren entwickelt, wie man also das ja, machen kann, gell, und wie man das organisieren kann. Und wenn man das organisiert hat, dann gehen wir programmieren. Gell? Also die Programmierung ist jetzt ein Teil dieses Gesamtprozesses der Softwareentwicklung. Und damit halten auch Verfahren und auch Disziplin in der Informatik Einzug. Gell? Und nur so ist dann möglich, auch große Projekte ja, zu gestalten, gell? Und auch zu einem Ende zu bringen und auch vorher abzuschätzen, wie lange wird man brauchen, wie viel wird es kosten. Gell? Man kann doch nicht immer sagen, ah nein, mach doch schon, gell? Und ah, wie viel es kostet, sehen wir schon später. Gell? Nee, nee, das geht nicht, gell? Das muss man vorher wissen. Gell? Und da gibt es eben gerade ab dieser Zeit dann den Ansatz, dass man das besser organisiert. Und das ist die Softwareentwicklung oder Softwareengineering, geil, etwas, was wir jetzt einführen wollen, geil, und das euch vor allem dann in der vierten Klasse auch begleitet.